Kernagere, hey und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf dem Kanal Zertix. Ihr seht es schon, Leute, ich befinde mich hier gerade in der Hauptstadt Inkopolis aus dem Spiel Splatoon. Nochmal zu meiner Person, mein Name ist Yannick, unter anderem auch Kedi genannt. Ich bin einer der Leute, die ja auch diesen Kanal betreiben und es wird jetzt endlich mal Zeit für mein erstes Let's Play und ich dachte mir, Splatoon Online, ja, bringst du auch noch, keine Sorge, das kommt auch irgendwann noch. Aber ich dachte mir, machen wir doch einfach mal mit dem, ja, fangen wir mit dem Story-Modus an, dachte ich mir. Und ja, machen wir jetzt auch direkt. Da drin ist so ein komischer Captain und der braucht wohl unsere Hilfe. Mal gucken, was das so bedeuten hat. Okay, sieht komisch aus. Und da ist er. Was ist los, alter Mann? Die Oktorianer kommen. Entschuldigung, das ist mir wohl das Steuerrad durchgegangen. Eieiei, ich bin Captain Kuddelfisch, Aquamarine Captain AD. Deine funkelnden Augen, dieses Temperament habe ich gesucht. Der riesen Elektrowelts Energieversorger von Inkopolis ist weg. Auch wenn mir wieder keiner glaubt, das waren die Oktorianer. Ich könnte dir glauben, aber wer zum Teufel sind die Oktorianer? Sie trachten nach Vergeltung für die Schmach vor 100 Jahren. Ich habe sie selbstredend in meinem Auge behalten. Und trotzdem konnte sie sich den Riesen Geht's dir gut? Ja, geht schon wieder. Also, sie konnten sich trotzdem den riesigen Elektrowelz krallen. Ich flehe dich an, hilf mir, den riesen Elektrowelz zu finden. Wir brauchen ihn. Schweigen deute ich als ein beherrschtes Ei, Captain. Also gut, ab heute bist du Nummer 3 der neuen Aquamarine. Dieser Heldenanzug härtet dich gegen ihre Tinte ab. Okay. Sitzt wie angegossen. Nummer 1 und 2 sind ja schon rausgewachsen. Und jetzt auf die Oktorianer mit Gebrüll. Ich zähle auf dich. Ei! Und da geht es auch schon los. Ja, das klassische Splatoon-Thema. Ich denke mal, jeder von euch checkt dieses Spiel. Wir können Tinte verschließen mit ZR. Und wir können in die Tinte eintauchen und uns so bewegen als Tintenfisch mit ZL. Zum Story-Modus. Wir haben es gehört, wir müssen diesen riesen Elektrowelz finden. Sind jetzt hier auf der Overworld und die Oktorianer, die haben halt hier so verschiedene Verstecke. Das hier ist zum Beispiel so eins. Und das sind dann jetzt zum Beispiel die Level. Das Versteck der Oktorekruten. Dann gehen wir da doch direkt mal rein. Ja, alles weitere werde ich jetzt gleich mal erzählen, was ich machen werde und so weiter. Ich wollte mich jetzt nur schon mal melden, weil ich dachte so, ja, für den Anfang ist dieses Game vielleicht ganz geil. Ich verlasse mich auf dich. Glaube ich auch. Ist dieses Game vielleicht ganz geil. Und ja, dachte ich mir so, bringst du das einfach mal für den Anfang. Und mal gucken, wie die Zuschauer so reagieren. Ihr könnt mal schreiben, wie ihr den Offline-Modus dann so findet. Also ich finde ihn eigentlich ganz cool, so für den Anfang. Und ja, wir werden hier schon direkt unter Beschuss genommen. Ist nicht ganz so gut. Aber für den Anfang finde ich es wohl ganz, ganz gut. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal direkt hiermit an. Mein Ziel ist es natürlich, alle Schriftrollen zu finden. Sprich, diese etwas geheimeren, versteckten Teile. Schriftrollen sieht man oben rechts in der Leiste. Möglichst viel hier mit der Waffe anzustellen, sprich auszurüsten und so weiter. Dafür brauchen wir diese orangenen Punkte. Und ja, ich bin mal gespannt, seid ihr mit dabei oder sagt ihr eher so, nee, ist nicht so mein Game. Lass ich mal lieber, hab genug Splatoon gehabt jetzt in letzter Zeit. Habe ich auch überhaupt nichts gegen, kein Ding. Mir macht das Ganze immer noch Spaß. Und ich mache das Let's Play ja für diejenigen, die es sich ja auch wirklich angucken wollen. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann habe ich auch dran Spaß. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Alles gut. So, jetzt aber hier weiter zum Story-Modus. Jetzt gucken wir mal hier. Also wir sind ja immer noch im Einführungslevel. Man muss ja irgendwie an das Spiel herangeführt werden. Und da können wir jetzt mal eine Granate hochschreiben. Da kann man den von hinten killen. Weil die haben ja sonst so ein fettes, mega krasses Schutzschild. Und wir haben hier halt auch verschiedene Checkpoints. Heißt, wenn wir mal sterben, dann starten wir ab dem nächsten Checkpoint einfach wieder. So, ja, du kannst ruhig da reinfallen. Alles gut. So, du nimmst die Bombe und... Nein, keine Tinte mehr. Gut, das war jetzt mein Fehler. Man kann natürlich auch einfach so von hinten kommen und die dann so attackieren. Das geht natürlich auch. Ja, wie gesagt, also wir machen alles hier drinne. Wirklich jede Schriftrolle, jedes Level. Zu 100% habe ich mir vorgenommen. Ich hoffe, das klappt. Und wird wohl schon irgendwie
werden, ne? Ich kann schon gar nicht mehr reden. Bin mal gespannt, wie ihr das Ganze so seht. Ich freue mich drauf. Habt da Bock drauf. Und ja, also ich denke mal, es wird ganz cool. Die Story war ja auch schnell erklärt vom guten Kuttelfisch, ne? Aha, da oben ist die Schriftrolle. Im ersten Level geht die noch, aber in den späteren haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Probleme mit. Mal schauen, mal schauen. Da drüben ist nichts. Nee, ist wohl wirklich nichts. Okay, dann weiter. Das sind diese Sprungdinger. Da müssen wir einfach nur reintauchen mit dem Tintenfisch. Und dann springen wir zu einer anderen Plattformebene oder was weiß ich. Das hier ist ein Rüstungsteil, besser gesagt so ein Schutzschild. Damit haben wir einen Treffer frei. Und wichtig ist es halt, dass wir uns vor den Gegnern verstecken. Heißt, nicht direkt auf sie zulaufen, sondern einfärben. Alles einfärben, dann in die Tinte. Und dann angreifen, wenn sie uns nicht sehen. Genau so. So, jetzt brauchen wir für da unten so einen Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, wir brauchen dich. Wo ist er? Ich glaube, ich habe ihn da oben gesehen. Aber der wird streng bewacht. Aber je mehr Tinte wir hier überall hinspritzen, desto weniger können die Gegner machen. Dann holen wir uns den mal. Perfekt. Und wieder zurück. Ich werde versuchen, auch alle Level chronologisch zu machen. Heißt, dass ich jede, also erst Level 1, dann Level 2, dann Level 3 und so weiter. Und nicht irgendwie erst Level 4, dann Level 3, dann Level 8, dann Level 7 oder so. Na, ich habe das schon vor, alles schön chronologisch zu machen. Ist ja ganz gut. Also finde ich zumindest. Und ja, wird schon. Klar, unsere Waffe ist jetzt am Anfang auch noch nicht die beste, aber man kann die halt, wie gesagt, mit diesen orangenen Dingern, die wir hier sammeln, wie gesagt, kann man die damit verbessern. So, das ist, glaube ich, so das Grundlegende zum Story-Modus. Ah, es tauchen hier immer mehr Gegner auf. Klar, Gegner wird es auch noch neuere geben. Oh Gott, der hat ein Maschinengewehr. Oh Gott, ja. Gegner wird es natürlich auch noch neue geben und auch die Level werden immer noch innovativer. Am Ende eines Levels haben wir hier immer so ein Elektrowels. Den müssen wir einfach immer wieder beschießen und dann auf ihn zurennen. Und dann haben wir den. Und damit ist das erste Level abgeschlossen. Sehr schön. Da kommen wir wieder raus und haben diesen Elektrowels befreit. Und die Schriftrolle gefunden. Die kann man hiermit sammeln. Die Elektrowälse werden schon seit Ewigkeiten als Energiequelle geschätzt. Selbst in Kopulus wird von einem 100 Jahre alten Riesen-Elektrowels mit Strom versorgt. Okay, deswegen müssen wir ihn höchstwahrscheinlich retten, weil, ja, wir brauchen halt Strom, ne? Das ist nochmal die Zeichnung. Sieht auch sehr gut aus. Mal gucken, wir brauchen insgesamt 28 Stück davon. 28 Level gibt es, sieht man ja unten. Aber jetzt genug, wir wollen weitermachen. Wo ist das nächste Level? Klar, hier in der ersten Welt, da ist es noch nicht so krass versteckt, aber hier ist direkt das zweite. Okay, nehme ich mit. Level Nummer 2. Oktobelle von der Rolle. Okay, auch wieder sehr schön, dass wir alle Namen haben, die Level. Das ist immer ein schönes Detail, finde ich. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Übrigens, an alle, die jetzt immer noch zugucken, meine Begrüßung gerade eben, und oder besser gesagt an die, wow, Alter. An diejenigen, die mich noch nicht kennen, das ist meine Standardbegrüßung, dieses Kerngäde, hey, ist meine Standardbegrüßung. Habe ich schon früher auf meinem alten Kanal immer gemacht, werde ich auch jetzt immer noch machen. Und, ja, woher ich das habe, das ist von zwei sehr berühmten DJs, ja kann man schon sagen, die ich einfach total abfeiere und daher habe ich das. Oh ja, also wenn ich rufe, Kerngäde, hey, als Begrüßung, dann sagen meine Kollegen immer, zum Beispiel Tim oder Tanuki oder so, oder Nico, die sagen dann auch immer alle hey, weil ich natürlich rufe, Kerngäde, hey, ne? Und eigentlich ist das hey halt auch richtig, ne, wenn man es so wörtlich übersetzt, aber, nicht in meiner Welt. In meiner Welt, oder besser gesagt in der Welt des EDMs, ja, ich bin ein großer EDM-Fan, also Elektromusik und Disco-Musik und so weiter ist das. In dieser Welt, boah, was bist du denn für einer? Antwortet man dann nicht mit einem Hey, sondern da antwortet man dann mit einem Ho und dann wieder ein Hey. Sprich, ich schreibe irgendwie, can I get a Hey, Ho, Hey, Ho und so weiter geht das dann. Also so als kleines Beispiel, ne? So, was haben wir hier eigentlich für Dinger, ey? Was sind das für Teile? Das sind so Bowlingkugeln, die auf uns zurollen oder was? So, haben wir wieder was gelernt, ne? Sehr schön. Haben wir sogar Fahrradabstellplätze, okay. Und Tintenkiller. Okay, dann den müssen wir dann wohl schnell dran vorbei. Es wäre wohl nicht optimal, wenn der uns, ja, hier die Tinte wegmacht, sonst kommen wir nämlich nicht mehr hoch.
So, wo ist jetzt der... Warte. Wenn ich schon hier unten bin, ne? Dann lass ich mich hier mal durchs Gitter fallen. Ja, sehr schön. Hätte ich fast übersehen. Krass. Also ich habe den Story-Modus, by the way, auch länger nicht mehr gespielt. Deswegen könnte es auch für mich etwas schwerer sein, die ganzen Schriftrollen zu finden. Ist also insgesamt ganz gut, dass es so ist. So, jetzt gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Also man sieht schon, zweites Level schon ein bisschen komplizierter als das erste. Natürlich nicht unmachbar, aber es ist halt schon ein bisschen komplizierter. So, auch hier wieder die ganzen Tintenkiller, die Dinger, die uns da angreifen, die Bowlingkugeln nenne ich die jetzt einfach mal. Die müssen wir aber einfach nur in unsere Tinte locken und schon sind die, ja, ausgeschaltet, kann man sagen. So, immer wieder gucken. Ich versuche auch so viele Kisten wie möglich zu öffnen. Gehen wir mal hier hoch. Und machen... Oh. Oh, okay, das ist nice, das ist nice. Spritzen mal dahin. Ja, ja, ich weiß, spritzen, witziges Wort. Und dann geht's hier ab die Wand hoch. So, weiter, weiter. Was ist das denn eigentlich für ein Teil? WTF. Gehen wir mal hier hoch. Also so allzu weit dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr dauern. Ja, wobei, ein bisschen ist noch, ne? Ein bisschen ist noch. Auf dem Gamepad habe ich, by the way, auch noch eine Karte. Wow. Alter. Alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Auf meinem Gamepad habe ich die Karte, wo ich da auch noch ein bisschen orientieren kann, wo was ist und so weiter. Das finde ich auch sehr schön als Detail. Kann man machen. So, und wir sind immer noch nicht durch. Es dauert noch. Ist noch ein harter Weg. So, Achtung. Ja, okay. Nehme ich gerne mit. Sind geschenkte Punkte. Vielleicht können wir am Ende des Partys ja schon eine Waffe verbessern. Ups. Oder jetzt gleich schon nach dem Kampf, weil wir haben ja jetzt schon 191. Das ist übel. Das ist übel. Okay, jetzt ist die Frage, wo entlang? Da hoch oder... Warte, was passiert, wenn ich hier hingehe? Letzter Checkpoint. Was sind... Hä? Aber da unten geht's doch auch entlang. Okay. Ah, okay. Ich erinnere mich. Hier hat man so eine coole Kanone. Kann man mit dem Gamepad navigieren. Durch Bewegungssteuerung kann die dann hier abballern. Das ist geil gemacht. Boom. Sehr nice gemacht. Und auch da unten kann man schon mal so ein bisschen Farbe hinklatschen. Da haben wir es gleich ein bisschen einfacher. Yes, man. Okay. Gut. Weiter nach unten kann man es nicht. Okay, alles klar. Mehr können wir also nicht machen aktuell. Dann gehen wir wieder runter. Jetzt weiß ich immerhin, wofür dieser Weg gut war. Und dann müssen wir nur noch da hoch. Komm, komm, komm. Sehr schön, der hat uns nicht gesehen. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Sehr gut. Den Weg haben wir uns gut gemacht. Und dann... Wow. Ganz ruhig. Haben wir hier den Elektrowelt. Nice. Ein Level geht auf jeden Fall noch. Ich freue mich auf das Let's Play. Ihr könnt auch mal schreiben, wie ihr das Ganze so seht. Manche von euch haben ja schon gemeckert, kein Splatoon mehr und so. Doch, doch, kommt schon noch, aber halt erst in Story-Modus. Wir Arcturianer leben tief im Untergrund. Unsere Kesselportale helfen uns dabei, zwischen unseren Wohnhöhlen hin und her zu reisen. Unglaublich, das wusste ich gar nicht. Okay. Sieht auch sehr interessant aus, wieder diese Zeichnung. Mal gucken, was wir noch alles zu finden werden. Mal gucken, ich will jetzt erstmal das nächste Level finden. Und das ist... Ja, wo eigentlich, ne? Wo ist das nächste Level? Da war Level 1, hier ist der Kuddelfisch. Hallo. Und Level 3 ist... Ah, da oben vielleicht. Da oben, da oben. Ja, es ist 3. Ist das Nummer 3? 3? Ja, es ist Nummer 3. Flugschau der... Warte, Flugschau der Octorianer? Ich habe das letzte Wort nicht ganz gelesen. Flugschau der... Nee, Octocopter. Ja, die Namen werden ja auch immer besser. Oh, cooler Baum. So, und hier haben wir schon Tinte gemacht. Na gut, dann nehme ich die mit, ne? Und natürlich auch die Bällchen. Ach, jetzt habe ich nicht an die Waffe gedacht, ne? Ja gut, mache ich gleich. Dann denke ich gleich an die Waffe. Ach, und das sind diese Flugdinger. Super, die fühlen sich wohl ganz toll mit ihrem Flughelm da, ey. Fliegt bei euch, ne? Fliegt bei euch. Ah. Okay. Vielleicht wird es mit diesem Part abgehakt. Check. Weiter geht's. So, wieder überall Farbe hinspritzen. Ach, da oben, da haben wir noch was. Genau, nehme ich gerne mit. Wie gesagt, man kann von diesen Dingern nicht genug kriegen, weil man halt immer wieder seine Waffe damit verbessern kann. Oder zum Beispiel auch diese Bomben. Die habe ich noch gar nicht erklärt, ne? Das sind einfach so Dreiecksbomben und die explodieren halt nach einer Zeit. Und die kann man halt auch so werfen, ne? Ist ganz cool. So, oh, da hinten war wohl eine Kiste, die ich noch getroffen habe. Cool.
dann weiter hoch. So, genau, das sind Sepia-Dukte oder so. Da kann man rein als Tintenfisch und kann sich dann so komisch hin und her bewegen. Sieht wirklich komisch aus, aber hat was, ne? Hat was. So, hier geht's dann weiter. Also die dienen halt sozusagen als Verbindung zu zwei verschiedenen Orten. Da muss man nicht immer springen, sondern kann halt einfach so... Wow, ganz ruhig. Kann einfach so hin und her reisen zwischen den verschiedenen Inseln. Man kommt halt auch wieder zurück, das ist der Vorteil. So, oh, oh, die bewegen sich, die bewegen sich. Ganz ruhig. So, mal hoch da. Und rüber. Hier wird dann nochmal ein bisschen das Sprungtraining geübt und das Schusstraining, weil ihr seht, hier kommt ein bisschen was zusammen. Oh Gott, ey. So, ganz ruhig. Man kommt halt auch erst weiter, zumindest in den meisten Arealen, wenn man hier die Gegner alle besiegt hat. Was ich jetzt gerade noch bekommen habe, ihr seht es oben rechts in der Ecke, ist die Tintsuka, besser gesagt eine Bazooka, nur mit Tinte. Die könnte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Oh Gott, die zeige ich euch jetzt gleich. Die kann man dann verwenden, wenn man hier viele Gegner hat oder, ja, wenn man doch, wenn man viele Gegner hat, die einem irgendwie helfen können. Die einem helfen können, ja, die Zucker, die hilft einem. Mein Gott, mein Englisch. So, da ist die Schriftrolle, sehr schön. Ich hoffe, das Ganze wird dann noch schwieriger. Ich habe jetzt gerade nur kurz verkackt. Nochmal hoch und rüber. Ja, perfekt. Sehr schön, weiter geht's. So. So, jetzt packen wir die mal aus. Da haben wir so eine richtig coole Tintsuka. Aber ich komme nicht so weit, oder? Ich komme nicht so weit, scheiße. Okay, man hat halt nicht unendlich Schutz frei, sollte klar sein. Aber man kann damit halt schon krass abräumen, ne? Also, das ist auf jeden Fall dann ein One-Hit-KO. So, jetzt gehen wir hier rein, verstecken uns da und machen den weg. Gehen wieder in unser Versteck und machen den weg. Sehr schön. Ja, die sind halt dumm wie Brot, ne? Kann man schon sagen. So, hier ist nichts mehr. Dann geht es weiter. Auf geht's. Wieder ein Checkpoint. Und gucken, ob hier unten noch irgendwo was ist. Man weiß ja nie. Ich bin immer für Secrets offen. Mag ich. Aber nee, so wie es aussieht, ist ja nichts mehr. Nur doofe Farbe von den Octurianern. Brauchen wir nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier den letzten Checkpoint. Oh Gott, was ist das denn für ein Viech da vorne? Ja, haut ab, ne? Ey, Kollege! Oh Gott, der wirft Bomben! Scheiße! Komm her! Boah, Alter! Okay, der Gegner, den sollte man nicht unterschätzen. Wenn der mal Lust mit Bomben werfen, dann tschüss. Gute Nacht. So, aufpassen, aufpassen. Hier ist aber nichts mehr. Dann ab da hoch. Nochmal hoch. Und nochmal hoch. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich muss euch nicht das Prinzip von Splatoon erklären. Man kann hier halt, wie gesagt, mit an Tinte entlang schwimmen, hochschwimmen. Und ja, ist ganz cool. So, hätten wir auch das dritte Level erfolgreich gemeistert. Sehr schön. Die Schriftrolle haben wir auch. Perfekt. Diese Maschine scheint den Octurianern als Fortbewegungsmittel zu dienen. Doch sie ist innen leer. Wie bewegt sie sich? Vielleicht durch harte Arbeit und puren Willenskraft der Octurianer? Ja, das sieht komisch aus. Das sieht wirklich komisch aus. Kein Plan, was die da immer machen. Und wir sehen es. Dieser riesige Kessel öffnet sich. Heißt, der Bosskessel ist offen. Und hier, Leute, geht es in den nächsten Part rein. Octopressor macht Druck. Das ist der erste Boss im Story-Modus. Nicht verpassen, Leute. Wir haben ja echt schon viel geschafft. Und ich glaube, dann kommen wir endlich hier weiter. Weil da kommen wir jetzt nicht hin. Wir prallen da ab, können da nicht rein. Heißt, wir müssen hier den ersten Boss besiegen. Würde mich wie immer über ein Like von euch freuen. Oder auch einen Kommentar, wie es euch denn gefallen hat, der erste Part. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich tue hier noch ein bisschen herum und beim nächsten Mal gibt's dann den ersten Boss. Also, macht euch noch einen schönen Tag, bis dann und ciao.